Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex Schlägzone. In der letzten Folge haben wir Engine platt gemacht und wir befinden uns jetzt im letzten Warp Room, wenn man den Bonus Warp Room hier mal nicht mitzählt. Und ja, fangen wir direkt an mit Piston It Away. Ich sehe schon wieder Bonuskristall, Edelstein, warum verwechsel ich das jetzt andauernd? Und ja, das kann ja nur gut werden. Er ist klar, 20 Leben. Das ist so eine Level. Wir sind bis jetzt die einfachsten. Einfach so von links nach rechts gehen. So, okay. Lass mich raten, ich kann euch nicht von oben angreifen. Ihr seht irgendwie heiß aus. Also das Gefühl, ich werde aber irgendwann herausfinden. Okay. Oh, meine Nase, ne? Boah, ich glaube, das hat man gehört. So. Ich meine Nase so gerieben ab. Okay. Bumps. Okay. Ich mach einfach mal. So platt. Irgendwas sagt mir, macht das auch irgendwann zu, ne? Ja, ich muss euch ja nicht töten, ne? Da, du bist jetzt zum Beispiel so. Kann ich dich so treffen? Ja. Ich glaube, der Angriff ist irgendwie sicherer als die Dreh. Aua, wie unfair. Oh. Wollte schon sagen, geht doch bestimmt irgendwann runter. Darauf falle ich doch nicht rein. Nein, Mann. Wie soll ich denn erkennen, ob die irgendwann runtergehen oder nicht? Da. Mach lieber so. Ist irgendwie sicherer. Ja, da ist schon irgendwie so ein Anzeichen dafür, die nur so tötbar sind. Verdammt. Ich habe die Wumperfrüchte, kann ich nicht benutzen, um Hydro-Kisten kaputt zu hauen, ne? Au. Boah. Dreck. War knapp. Nein. Obwohl doch, egal. War mir so knapp, Mann. So, komm her. Putsch. Mein Gesicht ist voll da drin. Oh. Jetzt springen. Ja. Wenn schon, dann so, ne? Boah. Irre. Okay, der Kristall ist schon da, okay. Was ich brauche ich. Ja, schon wieder so ein Ding, okay. Aber das war doof. Was bist du? Du schießt doch wahrscheinlich irgendwie, ne? Oh Mann. Timing-Probleme. Ah. Hey. Echt Timing-Probleme, kann das sein? Ja, töte ich doch nicht, hallo. What? Okay. What? Wie, ich werde kleiner. Nur kurz einen Schnitt machen. Und weiter geht's. So. Jetzt voll konzentriert. Ich spiele jetzt in der Zockerpose. So gebeugt. Ihr kennt diese Pose.
Ahnung. So, von den Dingern nicht treffen lassen. Da gehe ich nicht drauf. Und da gehen wir mal runter. Hey, Cortex, hi. Tsch. Au, hi, Cortex. Meine Boa ist sehr wert. Heißt, ich werde oft verrecken, aber hier kann ich ja keine Leben verlieren. Das ist gut. Budisch. Wie nur einen jeweils. Budisch. Jetzt habe ich so ein Leben zerquetscht. So, jetzt muss ich nochmal zurück. Geil. Kamera, danke. Was? Ich weiß es nicht. Das hat geklappt hat, ey. Klingt natürlich nichts, weil ich jetzt wieder verrecke, ne? Was so ein Running Gag hier ist. Ups. Okay. Ganz ruhig. Es werden schon solche Sprünge erwartet, ey. Soll ich auch alle Kisten bekommen, hallo? So, Checkpoint wäre gut. Boah. Egal. Wie? Boah, voll brutal. Wesen sind sie nicht so nervig wie die Schildtypen aus dem ersten Teil. Pisser! Ja! Tut mir voll leid. Ja. Ein schrecklicher Tod, ey. Ist es wert. Danke. In dem Leben könnte ich noch gerade so hinkommen. Wenn ich die ersten Level hier mache, um die restlichen Dinger zu Edelsteine zu holen. Nein! Nein! Okay, wahrscheinlich hat Bonus-Ding wieder. Egal. Aber geschafft. Das verzählt. Aua, ich habe mir den Fuß gestoßen. Piston at the way. Abgeschlossen. Sehr gut. Nächste Level. Rocket. Ich habe so das Gefühl, das ist so eine Wegrenn-Level, ne? Ne, okay. 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 Oh, ein Jetpack. Boah. Okay, was ist das für eine Steuerung? Oh mein Gott, was ist das denn für eine Steuerung? Oh, da wird nicht gut ausgehen. Keine Ahnung, links, rechts ist normal. X tue ich vorwärts fliegen, mit Kreis rückwärts. Mit oben tue ich nach oben, mit unten tue ich nach unten fliegen, nach oben fliegen. Und umgekehrt. Das ist natürlich hier fünfte Warp Room, 22. Level. Das, die wird nicht so einfach sein und ja, das ist die erste Level, die ich so spielen muss. Also, da kann auch nicht gut ausgehen. Oh, langsam, wie er auseinandergegangen ist. So wirklich ist ja nicht nur eine Bonus-Level oder irgendwie sowas. Wie soll ich denn die jetzt aktivieren? Hallo? Hallo, lass dich aktivieren, Mann.
Ja, oh Mann. Ja, toll, jetzt kommen wir mal Gegner. Ja, geil. Boah. Ah, jetzt kann ich ihn nur anstupsen, David. Was? Die Rohre? Savanne darf ich die hier nicht berühren. Savanne darf ich grundheiße Rohre nicht berühren. Alter. Was komplizierteres hätten die sich nicht einfallen lassen, ne? Ist ja schlimmer als im Battlefield ein Flugzeug zu steuern, ey. So. Vorsichtig. Anders kann ich das hier nicht. Okay. Oh Mann. Ja, genau. Nein. Oh Mann. Wird wahrscheinlich nicht die einzige Level sein, ne? Wäre ein bisschen Verschwendung. Ja, langsam kriege ich das hin. Hilfe! Ja, fliegt genauso dadurch, damit ich getroffen werde. So, da ist der Kristall. Das wäre so ein Henchman. Oh. Will ich nicht, dass das schon schwer genug ist, hier zu navigieren. Tut mir noch 5 Gegner hier irgendwie reinhauen. Oh. Sag mir, Level ist nicht allzu lang, bitte. Nein, nein, nein. Nein. Da hinten ist der Ausgang. Sehr gut. Wir sagen mir etwas. Danke. Oh, böse Level. Ganz böse Level. Aber sie ist geschafft. Da ist das, was zählt. Wenn man 2 Level in einem Part geschafft, sehr gut. Bing! Rocket. Ah, ich verstehe es. Okay. Meine Güte, jetzt sind nur Wortspiele. Jetzt wo ich mir jetzt so angucke. So, was haben wir als nächstes? Night Fight. Pack Attack und Spaced Out. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Level, ne? Na gut, ich würde sagen, Fahrtlänge ist schon wieder so. Ich komme mit R1, was? Mit R1 kann ich halt auch machen, leck mich. Ist auch viel besser. Das ist gut, dass ich halt jetzt rausfinde, ne? Jetzt, wo nur 3 Level sind. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Komm, gehen wir mal speichern, gucken wir mal, wie viel Prozent wir haben. Dead Face. Dead Face. So. Yay. Ist bestimmt gut 63%. Ich weiß auch gar nicht. Muss man ja 100% oder kriegt man, muss man hier irgendwie 105 oder was weiß ich Prozent haben? Keine Ahnung.
Egal, wir sehen uns jedenfalls in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 2. Komm. Boah, Entschuldigung, Cortex schlägt zurück. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.